Hallo und schönen guten Abend. Recht herzlich willkommen zur 290. Ausgabe von Sounds of Sin. Mein Name ist Michael Völkel und ich darf euch recht herzlich begrüßen. Ja, in der heutigen Sendung bin ich alleine im Studio. Der Steffen ist nämlich im wohlverdienten Urlaub. Ich hoffe, du hast gutes Wetter dort. Schöne Grüße, wo auch immer du gerade jetzt sein magst. Ja, was haben wir in dieser Sendung denn heute hier vor? Ich werde den Musiker Bernd Scholl ein wenig näher beleuchten, von dem wir in damaligen Sendungen schon mal den ein oder anderen Titel auch gespielt haben. Auf der Homepage von seinem Label BSC Music steht über Bernd Scholl: Am besten kann man die Komposition von Bernd Scholl als Musik zwischen Himmel und Erde beschreiben. Die kunstvolle Balance aus erdig groovenden Down-Tempo-Rhythmen kombiniert mit packenden Melodien und entspannenden, sphärischen Ambient- und Chill-Out-Sounds machten die sinnliche Klangschöpfung von Bernd Scholl international bekannt und unverwechselbar. Bernd Scholl gibt regelmäßig Live-Konzerte und gehört zu den führenden deutschen Planetariumsmusikern. Und der Bernd Scholl hat mir so einige Sprachmemos mal auf CD zugeschickt. Und da möchten wir ihn doch jetzt am besten mal selbst zu Wort kommen lassen. Im Jahre 1982 erschien mein erstes Album Tales of Fantasy. Zuvor hatte ich 10 Jahre in verschiedenen Rockbands die Keyboards gespielt. Das Album war sehr erfolgreich und landete auf Platz 3 der Synthesizer-Charts der britischen Musikzeitschrift Melody Maker. Weiter ging es 1986 mit einer Veröffentlichung mit sehr meditativen Klängen zur Ruhe und Entspannung. Das Album hieß Silent Nature und erschien als, man kann es heute kaum glauben, als Musikkassette. Vorgestellt hatte ich es dann auf meinem ersten Live-Konzert 1986 auf dem bekannten White Waves Festival für elektronische Musik in Frankfurt-Goldstein und die Live-Premiere ging bestens über die Bühne. Ja, vom Album Tales of Fantasy haben wir zum Anfang den Titel Janine gehört und im Hintergrund läuft der Titel Tales of Fantasy, den wir noch für ein paar Minuten hören werden. Hellhörig auf meine Musik wurde daraufhin das Label Sky Records aus Hamburg, das damals bekannt wurde für Veröffentlichungen von Bands wie Bullfrog, Streetmark oder Harlis, aber auch von Künstlern wie Michael Rode, Adelbert von Dein, Serge Blenner, Nick Tindal oder Dieter Schütz. Ja, und daraufhin folgten meine Sky-Jahre von insgesamt 5 CD und einer LP-Produktion. Los ging es mit der LP-Produktion Echoes, wo auch der Titel In Balance vertreten war, der sogar als Single erschien und unheimlich oft im Radio eingesetzt wurde. Und den Titel In Balance hören wir in einer Live-Version vom Album Cosmic Symphony Live at the Planetarium aus dem Jahre 1993. Thank you.
Weiter geht's 1989 mit dem Album Harmony. Harmony ist ein sehr harmonisches, wie der Name schon sagt, Album. Und zu dessen Kompositionen inspirierten mich Momente und Situationen meiner unmittelbaren Umgebung. Und wir hören den Titel Powerful Earth. Das intensive Betrachten der unendlich weiten Himmelslandschaft inspirierte mich dazu, das Album Heaven on Earth zu komponieren, das 1990 erschien. Live-Premiere zu Heaven on Earth fand auf dem Festival für elektronische Musik, dem Klemmtag in Breda in Holland statt. Und hören werden wir auch den Titel Heaven on Earth. In der Top 20 landete Magic of the Water bei der Radiosendung Schwingungen des Westdeutschen Rundfunks in der Kategorie Bestes Album des Jahres 1992. Das Live-Album Cosmic Symphony war eine musikalische Rückblende vom Jahr 1982 bis 1992. Von jedem Album waren 1 bis 2 Titel zu hören, aber auch 3 brandneue Titel fanden auf dem Live-Album Gehör. Und hier habe ich den Titel Gentle Stream ausgewählt. Weiterhin gute Entspannung bis kurz vor 20 Uhr mit Sounds of Sin auf Tide 96.0 mit Michael Völker am Mikrofon und dem Bernd Scholl Special. In einen musikalischen Klanggarten entführte ich 1995 meine Zuhörer mit dem Album
Secret Garden, das auch das letzte Album für Sky Records sein sollte. Das Magazin Waves meinte zu Secret Garden, Bernschall hat die richtige Mischung aus ruhigen und melodiösen Stücken gefunden. Und aus dem Album Secret Garden hören wir den Titel The Fire Rose. Dann wechselte ich zu BSC Music in Münzing am Starnberger See. BSC Music konnte sich mit hochwertigen Cosmopolitan Music Veröffentlichungen einen Namen machen. Zwischen BSC Music und den Künstlern herrscht ein sehr freundschaftliches Verhältnis, denn Musik verbindet Menschen und steht bei BSC Music an erster Stelle. Mit dem Album Light of the Moon aus dem Jahre 1997 schlage ich ein neues Kapitel in meiner musikalischen Karriere auf. World Music Einflüsse hielten Einzug in meinen Musikstil. Der Titel Indian Full Moon Spirit vom Album Light of the Moon wurde ein kleiner Hit und wurde auf unzähligen Compilations veröffentlicht. Im Jahre 2000 veröffentliche ich mein Album Mystic Voyage. Mystic Voyage stellt eine unwiderstehliche Einladung zu den mystischen Städten rund um die Welt dar. Die Fachzeitschrift Keyboards schreibt zu Mystic Voyage eine Schallplatte mit internationalen Chartchancen. Und hier hören wir den Titel Mystic Places. Weiterhin gute Entspannung bei Sounds of Sun auf Tide 96.0 mit Michael Völkel und dem Bernd Scholz Special. Auf eine Reise voller Zauber und Magie, auf den Spuren der Kelten, begebe ich mich im Jahre 2004 mit der Produktion Circle of Trees. Das Magazin Eclipsed, diese keltische Reise ist ein Muss. Das Album erzielt eine Platzierung in den Top 100 des New Age Reporter aus den USA. Und hier hören wir jetzt den Titel Dance of the Maidens.
Mit der Produktion Road to the Stars aus dem Jahre 2008 widme ich mich ganz den Weiten des Universums und hier speziell dem Sternenhimmel. Schwebende Klanggebilde, aber auch dezent groovende Parts laden zum Chillen und Relaxen unter dem Sternenzelt ein. Road to the Stars war eine Auftragsproduktion des Planetarium Recklinghausen. Die ganze CD-Produktion wurde damals auch im Planetarium live uraufgeführt. Und von dem Album Road to the Stars hören wir jetzt den Titel Signs of Heaven. Während das Live-Album Cosmic Symphony aus dem Jahr 1993 die erste Hälfte meiner über 30-jährigen Karriere musikalisch abdeckt, sind auf Dawn to Dusk bekannte Bernd Scholl-Titel ab dem Erscheinungsjahr 1995 zu hören. Dawn to Dusk wurde im November 2011 im Nikolaus Copernicus Planetarium in Nürnberg aufgezeichnet. Und wir hören einen Ausschnitt von Between Earth and Sky. Ich kooperiere auch mit Musikerkollegen. So erschien im Jahre 2004 ein Album gemeinsam mit Nick Tindall unter dem Titel Dreamspheres Chill Out in Space. Inspiriert vom Thema Jakobsweg erscheint gemeinsam mit meinem Musikkollegen Rüdiger Gleisberg im Jahre 2009 die CD The Sacred Pass. Eine musikalische Reise nach San Diego de Compostela. Eine mystisch-musikalische Reise zum Dach der Welt erscheint im Jahre 2013 und ist wieder eine Gemeinschaftsproduktion von Rüdiger Gleisberg und mir. Das Album heißt Island Peak und ist eine Melange aus gefühlvoller Instrumentierung, vermischt mit Klängen alter Rituale und geheimnisvollen Gesängen, die das Fundament dieser Klangreise sind und die den Berg Island Peak und das Himalaya-Hochland vor dem geistigen Auge des Zuhörers lebendig werden lässt.
Seit 1986 gebe ich regelmäßig Live-Konzerte und so stehen auch in diesem Jahr 2014 wieder zwei Konzerte auf meinem Programm. Das erste findet am 26. September an einem Freitag um 20 Uhr im Nikolaus-Kopernikus-Planetarium in Nürnberg statt. Der Eintritt zu meinem Konzert im Nikolaus-Kopernikus-Planetarium in Nürnberg beträgt 12 Euro. Weitere Infos unter www.planetarium-nürnberg.de. Das zweite Bernd-Scholl-Konzert findet am Freitag, den 10. Oktober, in der Heilig-Geist-Kirche in Erkrath-Hochtal statt. Kartenbestellung und Reservierung sind über Timo Gremerius, Telefon 02104 44520 oder per E-Mail Timo Gremerius in einem Wort @online.de zum Eintrittspreis von 16 Euro möglich. Es handelt sich hierbei um ein Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins MS-Treff Erkrath e.V. Der Beginn des Konzertes ist um 19.30 Uhr. Wem das jetzt alles zu viel ist mit Reservierungs- oder Bestellungsmöglichkeiten, der kann sich auch direkt an mich wenden, und zwar unter E-Mail bernd.scholl-music@acor.de. Ja, und wer sonst Fragen an mich hat zu meiner musikalischen Arbeit, gerne ein Konzert mit mir veranstalten möchte oder eine Bernd-Scholl-CD sucht, kann sich gerne unter gleicher E-Mail an mich wenden. Meine Produktionen sind auch im Internet als Download erhältlich. Ja, und zum Schluss wünsche ich allen Hörern von Sounds of Sin viele Grüße vom Untermain hier in Hessen hinauf in den hohen Norden nach Hamburg. Alles Gute, euer Bernd Scholl. Ja, und ich möchte mich recht herzlich bei dem Bernd Scholl bedanken, dass er mir die Sprachmemos zur Verfügung gestellt hat. Waren sehr interessante Sachen dabei und ich hoffe, dass ihr einen kleinen Einblick in seine Musik erhalten habt. Ja, unsere nächste Sounds of Sin Sendung, die läuft am 4.8. von 19 Uhr bis kurz vor 20 Uhr, diesmal mit dem Steffen Thieme, da ich dann im Urlaub bin. Und die nächste Sounds of Sin Nachtexpress Sendung, die läuft am 3.8. von 0 Uhr bis kurz vor 2 Uhr. Ja, und falls ihr Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr uns eine Mail schicken an redaktion@soundsofsyn.de oder besucht einfach unsere Homepage unter www.soundsofsyn.de. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann und tschüss. Mein Name ist Michael Völkel.